Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich hier im Raum, im virtuellen Raum mit Herrn Wolfgang Schlesinger getroffen, unserem Obmann für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Herr Schlesinger, herzlich willkommen. Wir wollen unsere Papiere, die wir im Internet haben, noch mal ein bisschen mit medialen Themen unterstützen. Und heute in diesem kleinen Film wollen wir eigentlich noch mal hören, was machen Sie, was macht der Ausschuss? Sie sind selber betroffen, Sie sind in Quarantäne, haben Sie mir erzählt. Von daher können Sie auch live mal berichten, wie Ihnen das so geht mit Corona. Corona beschäftigt uns und auch die Abwasserbranche. Und als Obmann unseres Arbeits- und Gesundheitsschutzausschusses haben Sie da die meisten Informationen. Und wie geht es Ihnen heute, Herr Schlesinger? Sie sind ja selber betroffen. Ja, erstmal schönen guten Tag, Herr Herbrecht. Vielen Dank. Es geht mir bis teilweise eben halt, dass die Stimme schon mal wieder ein bisschen beschlägt, eigentlich sehr gut. Ist eigentlich so jetzt wirklich der zweite Tag, wo ich sagen muss, so die Lebensgeister, die kommen wieder zurück und habe jetzt gut 14 Tage hinter mich gebracht. Ja, mit teilweise ja, Rückschlägen, wo man denkt, Mensch, da ist so ein grippaler Infekt und jetzt erwischt mich es aber doch nochmal richtig. Mittlerweile muss ich aber sagen, ist es gut. Und wenn es jedem so gut geht wie uns, also meine Frau ist auch betroffen, wir waren gemeinsam in einem betroffenen Skigebiet. Wenn es jedem so gut geht, wären das meine Wünsche dazu. Und von daher herzlichen Dank. Super. Sie sind, seit 15 Jahren haben wir den Ausschuss. Wer ist da drin? Wie aktiv sind die Kollegen? Wo kommen die her? Vielleicht können Sie uns einen kurzen Abriss über den Ausschuss geben. Ja, also ich war auch erstaunt, wie lange jetzt schon der Ausschuss existiert. Und wir haben viele Dinge auf dem Weg gebracht, denke ich mal. Ich werde da von insgesamt 11 Mitgliedern unterstützt. Drei, also beziehungsweise, Entschuldigung, 14. Drei sind feste Mitglieder und drei Gäste, Entschuldigung, 11 sind Mitglieder und drei Gäste. Die Kollegen und Kolleginnen setzen sich zusammen aus Bereichen Kläranlage, Kanalbetrieb, also direkt aus der Praxis heraus, aus größeren Verbänden, kommunalen Entwässerungsbetrieben oder privater Entsorgungsbetrieben oder Entwässerungsbetrieben. Wir haben zwei Damen, die von der Berufsgenossenschaft, eine von der DEEM, also von der Versicherungsbereichen, Unfallversicherungsträger oder eben halt vom öffentlichen Dienst her als Unfallkasse, sodass wir also auch von den Berufsgenossenschaften da die entsprechende Rückmeldung über das, was wir da beraten, verfassen oder auch dann schlussendlich in die Welt setzen, auch mit abgestimmt haben. Also der Ausschuss ist gut besetzt, ist sehr aktiv. Auch Ja. in den letzten Jahren haben wir es immer wieder beobachtet. Jetzt kam die Pandemie, Corona. Das heißt, ein funktionierender Ausschuss war natürlich auch schnell in der Lage, was zu machen. Vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, wie ist das Papier, was wir im Internet bei uns stehen haben? Wie sind die Papiere zusammengekommen und was bildet das ab? Ja, also ich sage immer, zunächst einmal haben wir ja reagiert auf die Fragestellungen, die uns permanent erreichen. Wie gefährlich ist es jetzt auf einmal geworden durch das neuartige Virus im Abwasserbereich? Viele Kollegen sind ja damit beschäftigt, eben halt hautnah in Kontakt mit Abwasser zu kommen. Und das war das erste, die erste Veröffentlichung zum Arbeiten in abwassertechnischen Anlagen. Wir haben dort eben halt auf die bestehende THBA 220, die es schon sehr, sehr lange gibt als hygienische Forderung bei Arbeiten in abwassertechnischen Anlagen. Und haben dazu parallel auch schon sehr, sehr lange ein Best-Practice-Papier entwickelt, sowohl für Kläranlagen als auch für den Kanalbetrieb, wo wir Ratschläge eben halt geben, wie es denn in die Praxis umgesetzt werden kann, was ja teilweise in Vorschriftenlagen ja, theoretisch oder sehr theorielastig beschrieben wird. Und das war so, ich sag mal, der erste Anlass. Er hat uns aber dann relativ schnell eingeholt durch die Fragestellung, wie können wir denn Hilfestellung geben, den Betrieb aufzustellen? Denn das Gefährdungspotenzial als solches im Abwasserbereich, so ist es auch derzeit noch von der BAUA festgestellt, ist
in Risikogruppe 3, also beherrschbar mit, ja, ich sag mal, persönlichen Schutzausrüstung, mit Schutzmaßnahmen ganz allgemein. Aber jetzt kommt ein viel größeres Problem möglicherweise auf uns zu, dass die Erkrankungen eben halt durch das tägliche Leben in den Betrieb eingelangen. Und von daher entsprechend Schutzmechanismen in Gang gesetzt werden müssen, um darauf vorbereitet zu sein, eben halt den Betrieb aufrechtzuerhalten, aufgrund des Fürsorgedaseins. Ja, wir gehören zur kritischen Infrastruktur, die Wasserwirtschaft, und das kann man genau wie Krankenhäuser und Banken und so weiter nicht einfach abschalten. Haben Sie denn schon Rückmeldungen aus der Praxis gehört? Das Papier ist ja jetzt so ein paar Tage bei uns auf der Webseite und verteilt worden. Ich habe es in Baden-Württemberg auf der Konferenz da gesehen, dass das auch schon verteilt worden ist. Wie ist Ihre Rückmeldung aus der Praxis? Sie stehen ja auch da mit namentlich unten drunter. Ja, ich habe mich da namentlich drunter setzen lassen. War zunächst mal ein bisschen ein Versuch. Hoffentlich werde ich nicht erschlagen von den Anfragen, aber das hielt sich insgesamt in Grenzen, sodass ich also das doch auch während meiner Quarantänezeit ganz gut hoffentlich beantworten konnte, zur Zufriedenheit der Anfragenden, die aber, ich sag mal, im Grunde genommen immer die Angst halten, wie hochgradig bin ich jetzt plötzlich in abwassertechnischen Anlagen gefährdet. Sicherlich konnte man das eben halt auch mit den normalen persönlichen Hygienemaßnahmen beantworten, die Infektionskette an irgendeiner Stelle zu unterbrechen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also Arbeitsschutz wirklich dann auch zu praktizieren, in der Hoffnung, dass man es schon immer gemacht hat. Von daher wäre es eigentlich nicht wesentlich Neues gewesen. Also wenn man es schon immer gemacht hat. Aber insgesamt war man sehr dankbar dafür, dass die DWA da insgesamt sehr schnell, und insbesondere bin ich da auch meinen Kollegen vom Bauausschuss dankbar, entsprechende Unterlagen ja, bereitgestellt zu haben, wo man sich zumindest mal anlehnen kann, sagen, wie machen die anderen oder wie kann man schlussendlich das für den eigenen Betrieb umsetzen. Ja, vielen Dank auch von der Geschäftsleitung und vom Präsidenten der DWA, auch an die Arbeitsgruppe. Super schnell gearbeitet, super Informationen im Internet. Die trägt dazu bei, dass unsere Fachkollegen informiert sind. An dieser Stelle, liebe Damen und Herren, machen wir Schluss, weil wir wollen kurze Videos machen. Kommen Sie wieder, wenn es Ihnen gefallen hat. Wir machen die anderen Themen auch dabei. Und vor allen Dingen, Herr Schlesinger, werden Sie wieder gesund und Ihre Frau auch. Und auch, liebe Zuschauer, bleiben Sie gesund in Zeiten der Corona. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Herrmann.